Flux FM in digitaler Gesellschaft. Lohnsteuer, Kirchensteuer, Einkommensteuer und so weiter und so fort. Wir bezahlen alle einiges an Steuern. Wenn man genau auf die Gehaltsabrechnung guckt, da kann einem schon mal ein bisschen schwummerig werden und man kommt ins Stöhnen. Aber na gut, Steuern sind wichtig. Mit Steuern können auch tolle Sachen angestellt werden. Es kann auch dazu genutzt werden, das Steuergeld, um Behörden aufzubauen und zu betreiben. Aber auch Studien oder wissenschaftliche Gutachten werden von Steuergeldern finanziert. Und vieles von dem, was dann wiederum von Steuergeldern finanziert, recherchiert wird, verschwindet dann in Aktenschränken und in Amtsstuben und bleibt so den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Und das, obwohl es seit Anfang 2006 das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene gibt. Das sagt euch nichts? Eische Wäsche. Fasst für euch die wichtigsten Infos nochmal zusammen. Was hat die Sanierung um die Ecke gekostet? Wo geht das Geld für die Sportförderung hin? Wie oft hat sich Minister XY mit dem und dem Lobbyisten getroffen? Das Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, gibt uns und euch, also jeder beliebigen Person, das Recht, genau solche Fragen an staatliche Behörden zu stellen. Dabei ist es egal, ob Bürgeramt oder Bundesministerium. Das Beste, ihr habt einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Allerdings sind staatliche Stellen trotz der gesetzlich vorgegebenen Auskunftsansprüche oft nur zögerlich, ja manchmal gar nicht bereit, sich in die Karten, Akten schauen zu lassen. Und genau da setzt die Seite Frag den Staat an. Dort kann jede Person über ein einfaches Webformular IFG-Anfragen stellen, bekommt Tipps zu passenden Formulierungen, Infos über Bearbeitungsfristen und kann die Anfragen auch veröffentlichen. Ziemlich beliebt das Ganze. Die 10.000. Anfrage über Frag den Staat ist gerade online gegangen. Ich begrüße zum Thema bei mir im Studio Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Hallo. Hi. Und einen weiteren Gast heute zum ersten Mal bei uns, Arne Semsroth von der Open Knowledge Foundation und von der Website fragdenstaat.de. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt schon ein bisschen vereinfacht erklärt, um was es geht beim Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG. Welche Akten, welche Informationen kann man denn via dieses Gesetz sich besorgen? An was kommt man daran? Im Prinzip erstmal alles, was so in Amtsstuben lagert. Das heißt, alle amtlichen Informationen, das geht dann vom Schriftverkehr der einzelnen Referate im Innenministerium, was sie sich so hin und her schreiben, bis hin zu Gutachten, zu internen Vermerken. Das geht hin bis zu Standorten von Werbekampagnen im Stadtbild. Das sind alles Daten, die so lagern bei den Behörden und man hat grundsätzlich das Recht darauf, all diese Infos zu bekommen. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen, dass bis Juni 2015 die Ausarbeitungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, die waren von diesem Informationsfreiheitsgesetz ausgenommen. Da gab es dann im Juni 2015 ein Gerichtsurteil, das gesagt hat, das ist so auch nicht rechtens. Die müssen quasi mit rein in diese Informationsfreiheit. Zunächst nochmal die Frage, was macht der Wissenschaftliche Dienst für den Bundestag und warum ist die Information, die da zusammenkommen beim Wissenschaftlichen Dienst, auch für den Normalbürger, die Normalbürgerinnen interessant? Der Wissenschaftliche Dienst ist eine Abteilung des Bundestags mit knapp 100 Mitarbeiterinnen, die auf Antrag von Abgeordneten Gutachten verfassen zu allen möglichen Themen, über die entschieden wird im Bundestag. Von Europafragen über Verfassungsrecht hin bis zu eher obskuren Fragen, geschichtlichen Fragen. Und da sind über die Jahre tausende Gutachten zustande gekommen und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt im Juni gesagt, die müssen alle rausgegeben werden. Mhm. Damit sich eben nicht nur der einzelne Politiker, die einzelne Politikerin mit diesen Argumentationen ausstatten kann für eine Diskussion, sondern auch, wie gesagt, der Normalbürger, die Normalbürgerin. Genau, damit wir wissen, was ist eigentlich die Entscheidungsgrundlage von den Personen, die da im Bundestag über Gesetze entscheiden. Mhm. Und daraufhin haben wir eine kleine Kampagne gemacht bei Frag den Staat, die hieß Frag den Bundestag, mit der wir es möglich gemacht haben, all diese Gutachten mit zwei Klicks anzufragen. Das haben ein paar tausend Leute gemacht, was dann dazu geführt hat, dass der Bundestag entschieden hat, okay, wenn so viele Leute einzeln anfragen, dann stellen wir doch die Gutachten einfach von uns aus online. Und jetzt sind die für uns alle direkt einsehbar. Und das sind dann zum Beispiel Gutachten, wie das Gutachten zum Nacktbaden im Nachbargarten, im Schrebergarten. Da war dann offensichtlich ein Abgeordneter sehr interessiert daran zu sehen, ob es nun strafbar ist, in einem Schrebergarten nackt zu baden oder nicht. Das sind auch die Gutachten von Herrn von und zu Gutenberg, der für seine Doktorarbeit den Wissenschaftlichen Dienst beauftragt hatte und daraus dann munter plagiiert hat in seiner Doktorarbeit. Aber das sind auch einfach
einfach tausende wirklich sehr interessante Gutachten zu Themen wie Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Was ich aber interessant finde, ist, dass eben nicht nur eine Argumentationsgrundlage, die eigentlich für Politiker zunächst nur zugänglich war, offen gemacht wird, transparent gemacht wird, sondern es wird eben auch Missbrauch deutlich des wissenschaftlichen Dienstes, wenn da ein Abgeordneter genervt davon ist, dass im Nachbarschrebergarten jemand nackig durch die Gegend hüpft die ganze Zeit, dann, das ist ja absurd, dann fragt ja beim wissenschaftlichen Dienst nach, ja, was man dagegen machen kann. Genau, und das zeigt so toll, was die Möglichkeiten des IFG sind, dieses Informationsfreiheitsgesetzes, ja. weil wir alle dadurch die Möglichkeit haben zu kontrollieren, wie die Politik, wie die Verwaltung eigentlich arbeitet. Jetzt bringt die deutsche Bürokratie ja durchaus Probleme mit sich, wenn man mit Behörden in Kontakt tritt. Wie habt ihr es geschafft, das zu vereinfachen? Du hast es gerade schon kurz versucht zu erklären, wie habt ihr geschafft, das zu vereinfachen, dass sich Leute eben mit diesen Behörden in Verbindung setzen können und dass die Informationen abrufen können, auch die Informationen, die im wissenschaftlichen Dienst zusammengetragen wurden? Wir haben eine Website, fragdenstaat.de, die im Prinzip eine riesige Datenbank ist von Behördenadressen. Und die macht es wirklich einfach, solche Anfragen zu stellen an alle möglichen Behörden in ganz Deutschland. Man klickt kurz an, von welcher Behörde man eine Information haben will, schreibt dann in ein, zwei Sätzen, was man haben will, schickt das ab und dann ist die Anfrage, genauso wie alle Antworten darauf, online für alle einsehbar. Mhm. Das heißt, wenn man da eine Anfrage stellt, dann befreit man Informationen für die gesamte Öffentlichkeit. Free the information! Finde ich ganz schön, dass man das so einfach machen kann. Was ist aber auch interessant ist, dass man auf eurer Website eben auch bereits veröffentlichte Gutachten nochmal nachschlagen kann. Da kann man quasi unter der Überschrift Terror, um ein Beispiel zu nennen, mal gucken, was wurde da vom wissenschaftlichen Dienst erarbeitet zum Thema Terror in den letzten Jahren. Da sind ja auch Gutachten dabei, die wirklich schon ein paar Jahre alt sind, die im Nachhinein jetzt noch veröffentlicht werden. Genau, das sind inzwischen schon deutlich mehr als 2000 Gutachten, die da online sind und da lohnt sich Stöbern auf jeden Fall. Auf jeden Fall, habe ich vorhin schon stellenweise gemacht. Wie sieht's denn in Deutschland insgesamt mit der Informationsfreiheit aus? Wie steht Deutschland im Vergleich international denn da? Ja, international gar nicht so besonders gut. Also ist eher abgeschlagen. Das sind Länder wie Südsudan oder so weit. Nein. Ja, doch. Weit besser aufgestellt, zumindest was die gesetzlichen Grundlagen betrifft. Mhm. Es gibt da auch so eine ganz interessante Webseite, rterating.org, also Right to Information Rating. Mhm. Und da werden also alle Gesetze in 103 Staaten, die solche Gesetze überhaupt haben, miteinander verglichen. Und da ist eben Deutschland bei den letzten 10 mit dabei. Wie gesagt, also ganz, ganz abgeschlagen, Platz 99. Nur 4 Staaten sind schlimmer als Deutschland. Echt? Ja, also ja, offensichtlich. Ja, wir haben es ja auch von Arne schon gehört, welche Probleme es da gibt. Es gibt auch noch andere Probleme, Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse, Ähnliches, ja. Was dann immer wieder herausgezaubert wird, um Dokumente zu schwärzen oder Dokumente gar nicht erst zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist Deutschland weit abgeschlagen. Und man muss auch sagen, dass einzelne Bundesländer gar nicht mitziehen. Also Hamburg ist zum Beispiel sehr, sehr weit vorne. Also die haben zum Beispiel so ein Transparenzgesetz, also wo man nicht nur Informationsanfragen machen kann, sondern wo Hamburg auch selbst dafür sorgt, dass bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt werden, also die proaktiv Daten veröffentlichen oder Informationen veröffentlichen. Dann gibt's halt so Bundesländer wie Bayern oder Hessen, die sowas ganz ablehnen und mit keinen Informationen rausrücken und auch gar nicht mehr sowas da anfragen kann. Das gibt's bei uns nicht. Ich habe keine Informationen. Nein, mein Freund. Ja, ich finde gerade nichts. Entschuldigung, ist total blöd, dass ich jetzt so albern werde. Das ist ja ein ernstes Thema. Welche positiven Beispiele gibt es vielleicht in Europa noch? Man hat ja die skandinavischen Länder zum Beispiel immer im Verdacht, da besonders gut zu arbeiten. Ja. Und auch die EU selbst ist ein ganz positives Beispiel, denn die Europäische Union hat ja auch ein relativ weitreichendes, zumindest im Vergleich zu Deutschland, gehende Regelung geschaffen. Auch hier kann man relativ einfach, also die haben eigentlich sowas wie Frag den Staat selber gebaut, ja, wo man relativ einfach auf deren Webseite solche Anfragen stellen kann. Es gibt auch nochmal eine extra Seite, asktheeu.com, wo man eben solche Anfragen auch öffentlich einstellen kann. Das hat den Vorteil, dass natürlich dann auch alle anderen die Antwort sehen. Wenn ich jetzt das auf der Seite von der EU mache, dann kann ich als Privatperson zum Beispiel so eine Anfrage stellen, aber kein anderer kriegt davon mit, nur die EU. Und bei dieser Plattform, die da zur Verfügung gestellt wird, ist es eben die Möglichkeit, dass alle anderen eben sozusagen auch sehen können, was wurden für Anfragen gestellt, das ein bisschen mit verfolgen können. Man kann das auch ein bisschen mit bewerten, also welche Anfragen besonders wichtig sind und Ähnliches. Und es gibt zum Beispiel auch in der EU noch so ein Verfahren, dass man, wenn jetzt zum Beispiel die EU-Kommission sagt, nein, das möchte ich euch jetzt nicht sagen. Wir haben zum Beispiel auch eine Anfrage zu Gutenberg gemacht, der hat ja dann, nachdem er in Deutschland keinen Job mehr gehabt hat, so ein Internetpöstchen da in der EU bekommen. Wir wollten gerne mal wissen, was macht er da eigentlich und was bekommt er dafür. Da war die EU-Kommission auch am Anfang also sehr zögerlich, uns irgendwelche Informationen zu geben und
Das hat dann ein bisschen Ping-Pong, also da kann man dann einen Widerspruch einlegen und kann sagen, nee, ich bin doch der Meinung, dass das hier im öffentlichen Interesse ist. Und ja, dann wird das nochmal von einer höheren Stelle in der Kommission geprüft und das kann man so 2-3 Mal machen, bis man dann bis zum Ombudsmann geht. Also da gibt's halt eben bestimmte Stellen, an die man sich dann wenden kann, die sich damit beschäftigen und dann auch ein Stück weit unabhängig damit auseinandersetzen. Sowas fehlt in Deutschland zum Beispiel auch. Wir spielen an dieser Stelle eine kurze Musik und quatschen dann noch ein bisschen weiter, auch über eure Erwartungen an die Zivilgesellschaft. Warum muss die da vielleicht mehr Druck machen, damit Deutschland aus diesem unteren Drittel rauskommt, was die Informationsfreiheit im internationalen Vergleich angeht? Und wir sprechen auch nochmal über das auch schon angerissene Thema des Geschäftsgeheimnisses. Da ist nämlich auch ein toller Link auf einer eurer Seiten, wo man sieht, wie das VW-Abgasskandälchen mit ganz vielen geschwärzten Seiten quasi als Informationen oder wo man behauptet, als Nicht-Informationen, das sei Informationen zu diesem Themenkomplex und es sind im Prinzip nur geschwärzte Seiten. Zwischendurch aber, wie gesagt, nochmal Musik, Public Enemy mit Don't Believe the Hype. Passt auch ganz gut. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir haben in den letzten 10 Minuten schon ein bisschen gesprochen über das Informationsfreiheitsgesetz und die Umsetzung desselben in Deutschland. Es sieht eher schlecht aus im internationalen Vergleich, wenn man über die Informationsfreiheit spricht, von Germany aus. Trotzdem die Frage, gibt es denn was Spektakuläres, was durch eine Anfrage im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlicht wurde, was rausgekommen ist? Ob das ein Journalist oder ein Blogger, weiß ich jetzt nicht. Es sind eigentlich Hunderte, weil Journalisten dieses Gesetz ganz häufig verwenden, dann aber nichts davon sagen, dass sie es benutzt haben. Aber zum Beispiel ist das die Gästeliste von Josef Ackermanns Geburtstag im Bundeskanzleramt. Er hat mit Merkel zusammen im Bundeskanzleramt gefeiert und die Gästeliste davon, die musste dann das Kanzleramt herausgeben. Oder zum Beispiel vor kurzem habe ich die Standorte der Bundeswehrkampagne von ihrer Mach was wirklich zählt Kampagne in Berlin bekommen und dabei kam raus, dass diese Kampagne an 3 Orten vor allem geschaltet wurde und der eine Ort, das war in der Umgebung von Schulen, vor allem Gymnasien, das zweite war in der Umgebung von Hochschulen, von allen Unis und das dritte war in der Umgebung von allen McFit Fitnessstudios. Oh, das ist eine interessante Kombination. Da kann man also ganz gut sehen, auf wen die Bundeswehr es in ihrer Kampagne so abgesehen hat. Ja, und man kann auch ein bisschen daraus schließen, wer sich bisher freiwillig gemeldet hat. Da waren offensichtlich nicht so viele Gymnasiasten und Hochschüler dabei. Na gut, anderes Thema. Ein besonderer Fall ist jetzt auch nochmal die Geschichte, wenn es um Veröffentlichung von Daten geht, die als sogenanntes Geschäftsgeheimnis deklariert werden. Welche Story war denn da in den letzten Wochen und Monaten interessant, Alexander? Also die größte Story in dem Bereich war VW. Ja. Also auch hier hat die deutsche Umwelthilfe versucht, an Informationen ranzukommen, wie denn jetzt diese Fahrzeuge in Deutschland eigentlich umgerüstet werden sollen und hat sich da ans Verkehrsministerium gewandt, hat da mal angefragt und dort hat man dann gesagt, ja, also diese Informationen können wir euch jetzt leider nicht geben, weil Geschäftsgeheimnis von VW. Und das läuft dann so, dass das Ministerium zu VW läuft, die fragt, was ist mit den Informationen, dürfen wir die veröffentlichen? Und dann sagt VW, nö, Geschäftsgeheimnis. Und dann kommt das Ministerium wieder zurück und sagt, nee, VW hat hier Geschäftsgeheimnisse und deswegen können wir diese Informationen nicht rausgeben. Traurig, dass die Geschäftsgeheimnisse öffentlich offenbar mehr wert sind als das öffentliche Interesse. Genau, und die Frage ist, wer wägt das ab? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei der EU gibt es zum Beispiel diesen Ombudsmann. In Deutschland macht das Ministerium selbst. Das ist natürlich jetzt nicht so, keine besondere Kontrollfunktion. Mhm. Und also wenn die dann darüber entscheiden, indem sie aber VW in dem Fall fragen oder irgendein anderes Unternehmen, ist das ja keine wirkliche Abwägung, die da stattfindet. Es ist eher so, dass die Ministerien eher Angst vor Skandalen haben und deswegen halt eben hier den Unternehmen folgen in ihrer Argumentationskette. Und das wird sich wahrscheinlich sogar auch noch verfestigen in Zukunft. Denn hier wird seitens der EU eine Richtlinie auf den Weg gebracht, die jetzt in den kommenden Monaten schon verabschiedet werden könnte, die das Ganze noch verfestigt und verstetigt, wo hier eben auch nicht nur Privatpersonen oder NGOs, sondern eben auch vor allen Dingen Journalisten daran gehindert werden, an solche Informationen heranzukommen, indem man einfach sagt, das Geschäftsgeheimnis ist so elementar, dass es hier im Grunde über den öffentlichen Interesse steht und das kann natürlich nicht der Fall sein, dass sowas tatsächlich dann verabschiedet wird. Das heißt, ihr fordert im Prinzip, dass eben dieses Verhältnis von Geschäftsgeheimnis und öffentlichem Interesse, dass es nicht entschieden werden soll von den Leuten, die das Geschäftsgeheimnis für sich behalten wollen, ja, das macht macht keinen Sinn, ja, da ist der Bock wieder mal der Gärtner geworden, sondern ihr wollt, dass da die Politik quasi nochmal eine Entscheidung dazwischen schiebt und sagt, wir entscheiden jetzt eben darüber, was öffentliches Interesse ist und was Geschäftsgeheimnis sein könnte. Also es ist das Mindeste, dass es nochmal eine unabhängige Stelle gibt, die das ganze Verfahren kontrolliert und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen. Mhm. So wie jetzt die EU-Richtlinie zum Beispiel das Ganze vorsieht, ist es so, dass Journalisten, die dann an solche Informationen kommen oder vielleicht auch Whistleblower, diese
Informationen veröffentlichen, dann vor Gericht dazu gebracht werden, dass sie sich verteidigen müssen und dass sie erklären müssen, warum sie jetzt da ein öffentliches Interesse sehen und diese Daten veröffentlicht haben. Das bedeutet, auf diese Personen kommen die ganzen Gerichtskosten hinzu, vor allen Dingen am Anfang eben. Und das führt dazu, dass hier viele Leute sicherlich eingeschüchtert werden und das vielleicht nur noch große Redaktionen machen können. Sowas wie netzpolitik.org oder sowas wird sicherlich in die Bredouille kommen, wenn die künftig solche Informationen veröffentlichen. Das kann natürlich nicht der Weg sein, weil das dazu führt, dass eben bestimmte Diskussionen nicht mehr geführt werden können. Und das kann nicht in unserem Sinne sein, dass wir hier eben bestimmte Informationen nicht zur Verfügung gestellt bekommen, bloß weil ein Unternehmen mehr oder weniger entscheidet, was jetzt Geschäftsgeheimnis ist oder eben nicht. Jetzt gibt es ja am 13. April schon, Entschuldigung, das hast du ja gerade schon erwähnt, eine Lesung über die Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Europäischen Parlament. Ihr erwartet von dieser Lesung jetzt keine großartigen Ergebnisse. Wie kann man aber vielleicht nochmal einwirken auch auf das Europäische Parlament? Also man kann hier vor allen Dingen die deutschen EU-Abgeordneten, aber auch alle anderen EU-Abgeordneten kontaktieren. Es gibt da auch bei uns auf der Webseite verschiedene Listen, wo man schauen kann, deutsche EU-Abgeordnete oder wen auch immer man da gerne kontaktieren möchte. Mhm. Und hier den E-Mails zu schreiben, gut kommt auch immer die anzurufen und denen zu sagen, hey Leute, passt auf, hier geht's ums öffentliche Interesse, hier geht's um Informationen, um Daten, um Journalismus, um Meinungsfreiheit und setzt euch dafür ein, dass hier nicht die Rechte der Unternehmen über die Rechte der Allgemeinheit gesetzt werden. Und dann kann man nur hoffen, dass das EU-Parlament sich besinnt in der Abstimmung und eben hier für die Meinungsfreiheit, für die Diskussionskultur in Europa stimmt und nicht eben für das Aussterben von Diskussionskultur und die Gleichmacherei im Sinne von Unternehmen. Ja. Arne, vielleicht nochmal zum Abschluss. Inwiefern ist es aus deiner Sicht auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft Seiten wie Frag den Staat vermehrt benutzt, um eben auch zu einer vermehrten Transparenz deutscher Behörden zum Beispiel beizutragen? Ohne mehr Anfragen geht's nicht. Mhm. Also wir können nur dann wirklich Druck erzeugen, wenn alle Menschen mehr Anfragen stellen. Also wir hatten bis jetzt 10.000 Anfragen, das ist schon super, aber im Vergleich dazu, Großbritannien hatte im selben Zeitraum 300.000. Mhm. Da ist so eine Kultur der Informationsfreiheit mehr verankert. Und deswegen müssen wir alle mehr Anfragen stellen, zum Beispiel über fragdenstaat.de, kann man auch anders machen, darüber geht's aber am leichtesten. Anfragen stellen, wenn ich in einer lokalen Bürgerinitiative bin, dann brauche ich natürlich ganz viele Infos vom Staat. Die kann man alle darüber anfragen. Wenn ich wissen will, was die Referate im Innenministerium zur neuen Asylrechtsverschärfung sich da hin und her schreiben, das will ich anfragen. Mhm. Und darüber kann man dann immer mehr Druck aufbauen, dass sich auch die Gesetze ändern. Denn nur mit einem wirklichen Transparenzgesetz, mit einem besseren Gesetz, da kommen wir dann auch an mehr Infos. Ich würde mal die steile These aufstellen, dass so ein Desaster wie hier mit dem BER-Flughafen nicht passiert wäre, wenn die ganzen Verträge dazu vorher hätten veröffentlicht werden müssen. Mhm. Wurden sie nicht, dann konnte gemauschelt werden. Da hätte auch in der Zivilgesellschaft einer, wäre so weit Experte gewesen, dass er gesagt hätte, Freunde, so kann das nicht funktionieren. Ja, ja, sowas muss halt alles offengelegt werden und damit ein Druck da entsteht, müssen wir alle viel mehr Anfragen stellen. Sehr schön. Das war im Prinzip an euch gerichtet da draußen, werte Hörer und Hörerinnen. Besucht die Digitale Gesellschaft im Netz unter digitalegesellschaft.de und guckt auch mal bei der Open Knowledge Foundation vorbei oder auch direkt bei fragdenstaat.de. Dort kann man lernen, wie man eben Anfragen stellt im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes und man kann vor allen Dingen auch schon die Ergebnisse von verschiedenen Gutachten nachlesen. Das ist sehr, sehr interessant, was der wissenschaftliche Dienst da im Auftrag von verschiedenen Politikern zusammengetragen hat. Wirklich eine interessante Lektüre, die auch zur Allgemeinbildung beiträgt. Das kann ja auch nichts Schlechtes sein. Und zur allgemeinen Belustigung, ja. Zum Teil auch das. Vielen Dank nochmal an euch beide dafür, dass ihr uns in das doch relativ komplexe Thema nochmal ein bisschen eingearbeitet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Alexander, mit einem nächsten digitalen Thema oder mit einem nächsten Thema, das die digitale Gesellschaft beackert. Bis hierhin aber erst nochmal vielen, vielen Dank und bis später. Schönen Mittwoch noch, ihr Lieben. Tschüssi.